Hallo, liebe 10a. Ich melde mich wieder aus meinem Arbeitszimmer bei euch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und wir legen jetzt los mit dem dritten und letzten Großthema für dieses Schuljahr. Kennt jemand von euch diese Stadt, die hier zu sehen ist? Die ein bisschen komisch aufgebaut ist, die von Meer durchschnitten ist und auf zwei Uferseiten sich ausbreitet? Vielleicht waren die ein oder anderen schon mal da. Das ist natürlich Istanbul, die einzige Großstadt der Welt, die auf zwei Kontinenten beheimatet ist. Oben links Europa, unten rechts über den Bosporus, so heißt die Meerenge hier hinweg, Asien. Und dieses Bild von Konstantinopel und die Stadt Konstantinopel oder jetzt Istanbul dient uns als Aufhänger für die neue Unterrichtseinheit. Da geht es nämlich um das dritte und letzte Imperium, mit dem wir uns dieses Jahr beschäftigen, mit dem Osmanischen Reich und seiner Transformation hin zur türkischen Republik, so wie wir sie heute kennen. Konstantinopel oder ganz früher Byzantion war ursprünglich eine griechische kleine Stadt, die dann wichtig wurde, als das Römische Reich im Jahr 395 nach Christus geteilt wurde in ein Westreich und ein östliches Reich. Von diesem östlichen Reich wurde Konstantinopel die Hauptstadt und war der Teil Roms, der bis ins 14. Jahrhundert hinein weiterlebt, Verzeihung, bis ins 15. Jahrhundert hinein weiterlebte und fortexistierte, auch lange nachdem das Weströmische Reich schon untergegangen war. Das Byzantinische Reich, wie es dann auch genannt wird, oder das Oströmische Reich, aber bald hat man sich dort nicht mehr als Nachfolger Roms gefühlt, sondern eher wieder als Griechen wahrgenommen. Daher auch wieder der Namenswechsel hin zu Byzanz für die Hauptstadt und Byzantinisches Reich für das Gesamtgebilde, existiert fast 1000 Jahre nach dem Untergang des westlichen Römischen Reichs noch weiter bis ins hohe Mittelalter hinein. Man hat ständig Konflikte mit den verschiedenen Völkern, die so hauptsächlich im Osten des Byzantinischen Reiches liegen. Das sind zunächst die Sassaniden, das ist ein persisches Volk, und dann später der große Konflikt entsteht mit den Osmanen. Und Osmanisches Reich, da kann man sich dann schon denken, wie die Geschichte weitergeht. Die Osmanen schaffen es nach vielen, vielen Auseinandersetzungen über Jahrhunderte hinweg im Jahr 1453 Konstantinopel zu erobern. Und Konstantinopel ist damals nur noch ein Schatten seiner selbst. Es ist eine riesige Stadt, eine Hauptstadt, die aber kein Weltreich mehr regiert, sondern fast bis auf ihr eigentliches Stadtgebiet zusammengeschrumpft ist. Also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze zusammenbricht. Die Osmanen übernehmen das Ganze und benennen die Stadt in Istanbul um. Die großen christlichen Kirchen werden in Moscheen umgewandelt. Die berühmteste davon ist die Hagia Sophia. Die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Hier ist ein Bild davon, wie das dann alles aussieht. Natürlich war ein bisschen mehr los im Zentrum, nicht nur Parks und Moscheen und Großgebäude. Die Hagia Sophia wird zur Moschee umgebaut. Daneben wird die blaue Moschee gebaut. Die soll größer und prächtiger sein, um zu zeigen, dass der Islam dem Christentum überlegen ist. Heute ist die Hagia Sophia wieder ein Museum, ist keine Moschee mehr, kann besichtigt werden. Die blaue Moschee natürlich auch, ist aber nach wie vor eine Moschee. So, das Osmanische Reich breitet sich in Folge weiter und weiter in Südosteuropa und dann auch in Westeuropa aus. Und hier seht ihr eine Karte, die euch die maximale Ausdehnung des Osmanischen Reiches zeigt. Und ihr seht, das entspricht sogar mit Bonuseroberungen so ein bisschen dem Gebiet des Oströmischen Reichs. Dann wieder Stück für Stück erobern die Osmanen nicht nur Konstantinopel und das ehemalige Oströmische Reich, sondern sie dringen auch auf den Balkan vor, bis hoch nach Ungarn und Rumänien. Und im Süden gehört ihnen eigentlich fast die komplette nordafrikanische Küste, stellenweise sehr weit nach Süden rein, wie zum Beispiel in Ägypten. Also ein Imperium, ein Riesenreich, das hier entsteht. Und mit dem werden wir uns zu Anfang beschäftigen. Wir werden uns fragen, wie schafften es die Osmanen überhaupt, so ein großes Gebiet zu erobern? Wie wurde das Ganze verwaltet? Das ist ja eigentlich ein Irrsinn. Schaut euch mal an, wie viele verschiedene Völker da leben. Das ist kein Nationalstaat oder so, wie wir es heute kennen, sondern da sind
Christen, die da drin leben, da sind Muslime, da sind heidnische Religionen vertreten, da sind europäische Menschen drin, ganz links, Ungarn, Rumänen, Kroaten, Bosnier, Serben und so weiter und so fort. Da sind sehr viel verschiedene afrikanische Ethnien vertreten. Die Osmanen selbst als Nation in Anführungszeichen sind eigentlich nur eine Minderheit in diesem ganzen Riesenreich. Und wie das zusammengehalten und verwaltet wird, ist dementsprechend natürlich sehr, sehr spannend. Denn das ist ein absolutes Vielvölkerreich, das auf den ersten Blick ja erstmal labil erscheinen muss. Trotzdem besteht das Osmanische Reich doch sehr lange Zeit. Der Zusammenbruch zieht sich über eine relativ lange Epoche von fast über 100 Jahren. Und mit dem Ersten Weltkrieg, bei dem, wie ihr vielleicht noch wisst, sich das Osmanische Reich auf die Seite der Mittelmächte stellt, also auf die Seite Österreich-Ungarns und des Deutschen Reiches, der führt dann zum letztendlichen Zusammenbruch. Das schauen wir uns alles an und auch, was später dann aus dem Osmanischen Reich wird. Es wird dann zur Türkei und soll in einen Nationalstaat umgewandelt werden. Das ist Teil unserer letzten Einheit hier. Aber es geht los mit dem Osmanischen Reich zu seiner Blütezeit und den Fragen, wie wurde das alles überhaupt erobert, wie wurde es verwaltet, wie wurde es zusammengehalten. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis dann.